Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor kurzem habe ich mir neue Schuhe gekauft, die ich anziehe, wenn ich hier in der Werkstatt bin. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, es ist ja eh schon die ganze Zeit ein bisschen unordentlich, was die Schuhe im Büro angeht. Warum baust du nicht dann gleich ein Projekt, damit diese schönen neuen Schuhe auch schön in diesem schönen neuen Regal schön drinstehen können? Super blöder Satz, aber genau so ist es. Das bedeutet, heute werden wir was bauen, dass wir ein bisschen Ordnung wieder in die Bude bekommen. Und da habe ich mir eine Kleinigkeit bei gedacht, werde ich hier ein bisschen später ein paar Worte zu sagen. Und jetzt geht es als erstes mit dem Zuschnitt los. Kleine Info, vielleicht gibt es einen kostenlosen Bauplan, aber auch dazu mehr Informationen später im Projekt. Jetzt geht's los mit dem Zuschnitt. Schnipp! Unsere ganzen Kanthölzer sind jetzt mal fertig auf die schlussendliche Länge zugeschnitten. Fertig sind wir damit natürlich noch lange nicht, aber bevor wir damit dann gleich weitermachen werden, kümmern wir uns erst noch um was anderes, denn dann kann in der Zeit, wo wir hier dann weiterarbeiten, der Leim trocknen. Hier aber mal so ein kleiner Tipp, wie ihr ziemlich flott ganz viele Teile auf verschiedene Längen zuschneiden könnt, bei denen es halt zum Beispiel 2, 3 Teile gibt, die immer auf die gleiche Länge zugeschnitten werden müssen. Ich habe das eben alles an der Kappsäge grob zugeschnitten, damit die noch so 1,2 cm Übermaß haben. Und dann habe ich hier an der Tischkreissäge erstmal wieder die eine Seite abgekappt, damit das Ganze schön 90 Grad hat, denn hier ist es halt einfach ein bisschen genauer als an der Kappsäge. Das mache ich erst bei allen Stücken, die zum Beispiel alle in dem Fall 32 cm lang werden müssen. Zuallererst auf der einen Seite, drehe sie einmal rum und lege sie mal halt hier eben hin. Das könnt ihr übrigens auch mit einem normalen Schiebeschlitten machen, wenn ihr den auf der Tischkreissäge führt. Danach nehmt ihr einfach ein Stück, markiert euer Maß auf die Länge, wo ihr es halt eben zuschneiden möchtet, packt es auf die Tischkreissäge und fährt halt eben vorne mit dem ersten Zahn an den Riss ran, damit ihr halt eben das Ganze quasi jetzt theoretisch auf die endliche Länge zuschneiden würdet. Dann nehmt ihr euch einfach irgendwie eine Art von Stoppklotz, fährt das Ganze nebendran, spannt das Ganze fest und schiebt das Ganze noch ein Müh weiter nach rechts, also ein ganz, ganz klein bisschen, damit ihr vorne diesen Sägezahnschnitt, den ihr schon reingesetzt habt, dass ihr den auf jeden Fall auch nochmal wegschneidet. Das spannt ihr einfach fest, mit einer Einhandzwinge vielleicht. Und dann könnt ihr alle Teile auf die fertige Länge zuschneiden. Und dann könnt ihr auch die Maschine laufen lassen, wenn hier nicht zu viele Abfallstücke sind. Die müssen natürlich mal von Zeit zu Zeit entfernt werden. Könnt dann die Teile, die ihr gerade zugeschnitten habt, weglegen und können mit dem nächsten Teil weitermachen. So mache ich das mittlerweile ganz gerne an der Tischkreissäge, wenn ich wie hier viele Teile habe, die ich auf in dem Fall 3 verschiedene Längen zuschneiden muss. Geht mega schnell, geht super, super genau, weil ihr halt eben einen Stoppklotz benutzt. Und so könnt ihr gerade bei solchen Projekten, wo ihr auf jeden Fall viele Kanthölzer benötigt, ziemlich schnell das Ganze verfahren. Oder wie man es halt eben nennen möchte. Aber ich habe ja gerade eben angesprochen, das hier bleibt jetzt erstmal liegen, denn jetzt müssen wir uns um die Paneelen kümmern, die später als Füllung, sag ich mal, hier zwischen diesen Teilen mit reingezapft werden müssen. Und das mache ich aus Eschenholz und da räumen wir erstmal ein bisschen im Regal rum, dass wir an das Holz auch überhaupt rankommen. Als ich erst vor ein paar Wochen Holz geliefert bekommen habe, da habe ich zum Beispiel Buchenholz, da ist noch ein bisschen Buchenholz und Eschenholz gekauft. Und da habe ich euch auch mal gesagt, wie viel das Ganze kostet und wie das Ganze halt eben so abläuft, wenn man Material bestellt. Das verlinke ich euch oben rechts, wenn ihr euch auch mal Massivholz bestellen wollt. Da sind ein paar Bohlen dabei gewesen, die waren nur 2,5 Meter lang. Die liegen jetzt hier. Oben drüber liegt aber noch ein bisschen anderes Zeug. Das räumen wir jetzt erstmal fix aus dem Weg. Ich glaube, das hier ist Zebrano. Das ist super, super schwer. Das hebe ich mal noch für ein anderes Projekt auf. Chakalaka! Könnte das schon reichen? Hoffentlich.
Aus diesem Holz hier habe ich im vergangenen Projekt einen Schreibtisch für meine Mutter gebaut. Das war auch ein eigenes Video. Und da weiß ich noch ganz genau, dass diese Bohle hier super ätzend zu verarbeiten war, weil das Holz sehr schnell ausgerissen ist wegen diesem Maserbild. Sieht sehr schön aus, aber ist super schwierig zu bearbeiten mit normalen Messern in einer Hobelmaschine. Aber ich sag mal, das wären relativ kleine Stücke, deswegen sollte das hier ein bisschen einfacher diesmal funktionieren. Diese Bretter können jetzt halt eben noch ein bisschen trocknen und genau in der Zeit können wir uns mal um die Verbinder kümmern. Das kommt jetzt als nächsten Schritt und dafür kann ich meine Langlochbohrmaschine einmal einrichten und kann als erstes hier in diese Teile alle Langlöcher reinbohren. Hier ist es sehr wichtig, den Überblick zu behalten, welche Seite oben gelegen hat, als ich das Ganze gebohrt habe. Deswegen werde ich mir jetzt hier mit ein bisschen Kreppband das Ganze markieren, da weiß ich einfach, okay, blau ist cool, wenn ich blau sehe, ist das Ganze richtig rum auf meiner Maschine. So, jetzt ein bisschen das Ganze runterbringen. Es ist zwar nicht so entscheidend, dass das Ganze mittig ist, aber einigermaßen mittig ist natürlich immer ein bisschen besser. So, einmal auf den Anschlag. Jetzt noch einen Anschlag dran setzen, damit wir gleich nicht jedes Mal schauen müssen. Ich habe jetzt mal einen kleinen Test gemacht, ob ich einigermaßen in der Mitte bin. Dadurch, dass das ein Längsloch ist, ist es nicht so entscheidend, dass das sehr, sehr genau ist. Aber wenn immer ich sehr, sehr viele an gleichen Stücken bohre, dann schaue ich dann schon mal ein zweites Mal, ob es einigermaßen in der Mitte ist. Das passt jetzt, das bedeutet, wir können jetzt alle Teile bohren. Alle Arbeitsschritte, die wir bis zum jetzigen Punkt ausgeführt haben, sind die wichtigen Arbeitsschritte gewesen, die wir halt eben auch brauchen, dass wir alles auch zusammenbauen können. Heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Längsloch, dass wir halt eben einen Zapfen hier reinpacken können oder hier an dem Stück jetzt eine Fräsung, dass wir halt eben mit Hilfe von der Flachdübelfräse die Flachdübel hier reinpacken können und dann halt eben später das Brett, das Regalbrett halt auch eben einlassen können. Das, was jetzt kommt und die nächsten Schritte sind eigentlich die Schritte, so damit es auch schön aussieht. Ich sag mal, schleifen muss man es theoretisch nicht, aber man muss es natürlich machen, damit es am Schluss schön ist und ein vollwertiges Möbel ist. Und so ist auch dieser Schritt, und zwar hier diese Verjüngung, der Schritt, der super wichtig ist, damit es in meinen Augen halt auch eben schick aussieht. Das mache ich in dem Fall einfach mit dieser Schablone. Die habe ich mir fix einmal hergestellt und geschliffen und habe mir jetzt alles auf den Kanthölzern mit dem Bleistiftstrich markiert und werde es der Einfachheit halber einfach mit der Bandsäge ausschneiden und dann halt eben schnell schleifen. Ich habe mir eh einen Kantenschleifer gekauft und dann funktionieren solche Arbeiten auch wirklich sehr, sehr schnell und ich habe keine guten Bündigfräser, die groß genug wären. Deswegen ist das so der Weg, den ich jetzt gewählt habe. Das machen wir jetzt einmal fix und am Kantenschleifer zeige ich dir was. Das ist von mir. Damit kannst du halt eben viel, viel länger und effektiver schleifen. Werde ich dir aber gleich zeigen. Jetzt müssen wir erst hier ein bisschen zuschneiden. So,
Jetzt habt ihr auch gleich mal meinen neuen Kantenschleifer im Einsatz gesehen. Ich habe hier so ein Produkt auf meinem Shop, das ist hier dieser Reinigungsgummi. Und der ist wirklich genial für alle Schleifmaschinen, wo sich das Schleifband oder das Schleifpapier irgendwie bewegt. Denn mit diesem Reinigungsgummi könnt ihr halt eben das Schleifpapier sauber bekommen. Klar, da gibt es noch so ein paar andere Möglichkeiten, Plastiktüten und irgendwie Zahnbürsten nehmen manche Leute in der Werkstatt. Das funktioniert auch, das kann ich euch ja hier auch so normal sagen. Aber das Ding ist halt eben einfach, ihr habt da einen kompakten Reinigungsgummi, der wirklich fest ist und den könnt ihr halt sicher in das Material reindrücken, wenn ihr so Plastiktüten habt. Das habe ich früher auch gemacht, da ist halt immer so ein bisschen die Problematik, das verfleddert so ein bisschen. Es funktioniert. Aber das hier ist ein bisschen entspannter zu benutzen und dabei ist dieses Ding ja auch nicht wirklich teuer. Ich zeige euch einmal kurz, wie es aussieht, wenn man damit das Schleifpapier sauber macht. Aber nur, dass ich es kurz erwähnt habe, ich will euch ja nicht irgendwie das beste Ding der Welt verkaufen. Es gibt Alternativen, wenn ihr gar nicht viel schleift, aber damit funktioniert es halt ein bisschen entspannter. Es ist wirklich nicht teuer und benutze ich am Langbandschleifer, am Tellerschleifer und jetzt auch am Kantenschleifer. So sieht das Schleifpapier aus, nachdem ich es mit dem Reinigungsgummi sauber gemacht habe. Der nimmt quasi einfach das Schleifmehl oder der Schleifstaub, der sich in dem Schleifpapier reingesetzt hat, nachdem wir halt das Holz rangedrückt haben, der nimmt das halt einfach wieder raus. Diese Poren sind dann frei. Es hat halt so zwei Vorteile. Ihr könnt das Schleifpapier länger benutzen und ihr könnt es halt viel effektiver benutzen. Denn wenn ich hier viel Massivholz zum Beispiel dran schleife, dann ist irgendwann das Schleifpapier zugesetzt. Es ist nicht mehr scharf. Eigentlich ist es noch scharf, aber diese Körner sind halt eben einfach dann zugesetzt mit Schleifmehl. Deswegen könnt ihr dann das Schleifpapier ein gutes Stück länger benutzen. Gerade wenn ihr einen Tellerschleifer mit feinerem Schleifpapier habt, ist das hier auch wirklich richtig toll. Nicht nur, wenn ihr die Schleifgitter auf euren Tellerschleifer drauf macht, da könnt ihr sie in einem Gang festmachen. Nein, ihr könnt es auch direkt noch sauber machen. Manchmal muss man nicht viel sagen, manchmal ist es einfach Kacke. Ich habe das Ganze gestern 3 Stunden in den Zwing gelassen, habe es dann ausgespannt und habe mal das Ganze ein bisschen angesehen und da ist mir direkt ein Teil aufgefallen, was einfach gar nicht gehalten hat. Dann habe ich mal überlegt, komm, okay, ich mache da jetzt Epoxy rein und dann wird es ja sicherlich halten. Aber Pustekuchen, das Ganze ist schon wieder auseinandergegangen. In meiner Werkstatt wird es nicht kälter als 10 Grad, der Holzleim ist frisch. Mit dem Holzleim habe ich auch andere Sachen gemacht, also eigentlich ist da nicht so viel Fehlerpotenzial am Holzleim an sich. Deswegen werde ich die Teile jetzt von hinten verschrauben und einfach die Löcher mit Dübel zumachen. Ich kann euch nicht genau sagen, warum es ist. Ist einfach doof. Ich zeige es euch mal ein bisschen genauer. Also, da ist jetzt noch weißer Holzleim dran, weil einfach unten mehr Luft ist. Das ist ganz klar. Da ist viel zu viel Holzleim drin, also oben und unten. Aber das spielt auch überhaupt keine Rolle da. Wo das Ganze eng zusammenhält, ist halt natürlich nicht so viel Holzleim dann drauf gewesen. Und zwar hier an diesem Zapfen. Es hat aber trotzdem nicht gehalten. Keine Ahnung warum. Also, ich werde das Ganze jetzt einfach von hinten verschrauben. Es sind ja ein paar Fehler in diesem Projekt passiert, was die Verleimung angeht, weswegen ich jetzt hier auf die etwas schnellere Methode zurückgreife, um oben die Schraubenlöcher zuzumachen. Finde ich trotzdem ganz schön und geht, wie gesagt, relativ schnell. Das ist so ein schwarzer Heißkleber, den kann man auch benutzen, um zum Beispiel Risse zuzumachen. Als nächstes kann ich mich mal ums Finish kümmern. Normalerweise benutze ich mein eigenes Finish, aber weil ich derzeit an was Neuem rumexperimentiere, benutze ich das heute nicht. Also das hier benutze ich heute nicht, sondern was anderes, worüber ich bald hoffentlich ein paar mehr Informationen geben kann. Ich werde auf jeden Fall mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich das Ganze jetzt mal aufs Holz gebe. Und das kommt jetzt.
Also, das Schuhregal ist fertig. Ihr seht auch hier schon ein paar Schuhe, die ich reingestellt habe. Und ich habe ja am Anfang vom Video erwähnt, dass ich mal da so eine Kleinigkeit gedacht habe, als ich das Ganze so ein bisschen geplant habe. Ganz am Anfang habe ich mir überlegt, okay, ein Schuhregal. Wie sollte ein ideales Schuhregal aussehen? Sollte es super groß sein? Sollte es nur für die Schuhe sein, die man auch wirklich nutzt? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich ein Schuhregal baue, wo bewusst nicht so viel reinpasst. Denn normalerweise hat man ja 1 bis 3 Paar Schuhe, würde ich mal sagen, die man regulär benutzt oder die man oft benutzt. Und alle anderen Schuhe, so ist es zumindest mal bei mir, sieht man nicht so wirklich oft an. Das bedeutet, die können irgendwo anders hingeräumt werden oder man kauft einfach nicht so viele Schuhe. Nun ist es jetzt bei mir so, dass ich irgendwie im Jahr einmal Schuhe kaufe, aber ich die halt echt gar nicht oft anziehe, weil ich immer Arbeitsschuhe anhabe und die halt deswegen meistens jahrelang richtig gut aussehen. Zum Beispiel hier diese Schuhe, die hatte ich bei meinem Abi. Da war ich irgendwie, wie alt ist mein Abi? Beim Abi 17. Jetzt bin ich 24. Das heißt, ich habe die Schuhe relativ lang, deswegen habe ich auch ein paar mehr Schuhe. Ich habe auch noch 2, 3 Paar sogar daheim. By the way, das sind ja alles Lederschuhe und da benutze ich eigentlich immer mein eigenes Holzfinish, das Konda-Holzfinish, um das einzureiben. Funktioniert tatsächlich ganz gut, werde ich dir auch gleich noch zeigen. Aber nun ist es bei speziell mir so, dass ich ein paar Schuhe jeden Tag anziehe und dann meistens keine anderen Schuhe mehr. Ich ziehe jeden Tag hier meine Arbeitsschuhe an, die ich mir jetzt neu gekauft habe. Arbeitsschuhe, ich ziehe sie an zum Arbeiten, richtige Arbeitsschuhe sind sie nicht. Ganz, ganz wichtige Erklärung. Und hier habe ich mir einfach gedacht, okay, komm, ich baue unten einfach, wo die Schuhe, die ich jeden Tag anziehe, auf dem Boden stehen. Das bedeutet, ich kann sie ganz easy peasy ausziehen und kann sie unten reinschieben. Weil der Weg des kleinsten Widerstands ist auch oft der, dass es am Schluss aufgeräumt bleibt. Beziehungsweise so ist es bei mir. Jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich abends von der Arbeit heimkomme, meine Schuhe ausziehen. Leck, ich habe sogar nicht einmal Löcher heute in der Socke. Kann sie ausziehen und können sie theoretisch ganz einfach hier unten reinschieben. Und das Ganze steht bei den Schuhen im Schuhregal einigermaßen geordnet. Man sieht, dass die Schuhe ein wenig staubig sind. Dabei sind sie irgendwie erst eine Woche alt. Aber egal. Die Schuhe hier muss ich sowieso noch einmal einfetten, deswegen zeige ich da gerade, wie das aussieht, wenn ich meinen Finish dafür benutze. Ich nehme jetzt einfach meinen Schuh, ein bisschen Finish und reibe das Ganze einfach in das Leder. Wie gesagt, ich habe das schon einige Male bei meinen guten Schuhen auch benutzt. Das hat auch immer ganz gut funktioniert. Und das habe ich auch immer in meinem VW-Bus, denn ich habe ja in meinem VW-Bus lederne Griffe und die reibe ich von Zeit zu Zeit damit auch ein. Und habe damit echt ganz gute Erfahrungen schon immer gesammelt. So, dieses Mal ist auch eine Bürste. So hat der Schuh vorher ausgesehen. Und so sieht er ungefähr 2 Minuten später aus. Man sieht, dass das Leder wieder schön dunkel ist. Und das mag ich an solchen Schuhen einfach. Die kann man einfach mega, mega lange benutzen. Wie zum Beispiel auch hier diese. Die könnten auch wieder ein bisschen was vertragen. Hier, die sehen aber auch immer noch ganz gut aus. Das Projekt ist fertig. Ich bin glücklich. Jetzt habe ich für die nächsten Jahre oder sogar vielleicht für die nächsten Jahrzehnte ein schickes Schuhregal, was ich mal in die Bude stellen kann. Und wenn du dir jetzt noch 2 weitere Videos ansehen willst, dann werde ich da hier mal welche verlinken. Da mache ich auch noch so ein bisschen was in der Werkstatt. Vielleicht interessiert es dich ja. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video wie immer. Tschüss.